Die Nacht der offenen Kirchen ist immer am ersten Wochenende im September. Also dieses Jahr am 1. September 2012. Und wir haben dieses Jahr den Schwerpunkt in der Innenstadt und in Babelsberg. Das heißt, alle Potsdamer Kirchen, alle Babelsberger Kirchen sind dabei. Insgesamt sind das 15 Orte von 14 Kirchengemeinden. Schmeckt und seht ist ein sehr biblisches Thema. Es gibt einen Psalm, Psalm 34. Da kommt dieser Vers vor. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wir spielen natürlich mit dem Motiv des Abendmahls, wie man es kennt, vom Abendmahlsbild Leonardo da Vinci und stellen das nach. Also das heißt, wir fragen, wie sieht das heute aus? Und das finde ich eigentlich auch biblisch ganz interessant. Da spielt ja ein Kind eine ganz große Rolle. Also die 5 Gerstenbrote, die 2 Fische, die da nun präsentiert werden und eigentlich alle Menschen glücklich machen und speisen, die kommen von einem Kind. Und daran erinnert mich dieses Bild. Gar nicht nur ans Abendmahl. Also es ist für mich ein Bild, was eine große Offenheit mit sich bringt und dieses Thema in eine gute Schwingung bringt. Das finde ich eigentlich toll an diesem Bild. Ich bin auch gespannt und würde auch gerne die ganzen kleinen Kirchen hier kennenlernen an einem Abend. Das ist einfach, glaube ich, das, was man in der Nacht der offenen Kirchen gut kann. Wo hat man das sonst? Dass man wirklich mit einer Tour die kleinen Kapellen in Babelsberg und hier in der Innenstadt auf einen Dutz erfahren kann. Ich war letztes Mal schon dabei und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich viele Leute kennengelernt habe, aber auch Zeit hatte, mich mit meinen Freunden, die ich schon kannte, mich mit denen auszutauschen und auch Neues über sie zu erfahren. Ich werde mit in der Erlöserkirche sein und dort das Programm mitgestalten. Von Jugendlichen für Jugendliche. Und um 9:30 kommt noch eine Gospelgruppe, die dazu anwerben wird, mitzumachen, also eine Gruppe zum Mitsingen. Es ist einfach so ein ganz besonderes Gefühl, so viele Menschen zu treffen, die alle an Gott glauben und alle auch, mit denen man sich einfach auf christlicher Ebene quasi austauschen kann. Ramadan und Abendmahl, Pessach, Seder, das sind alles Traditionen, die sich damit auseinandersetzen, wie schmecken wir unsere Religion oder was erleben wir, wenn wir einmal nicht essen. Also ob das zusammengeht, es ist so, dass wir es einfach mal nebeneinander stellen und gucken, was passiert. Einfach mitzukriegen, wie unterschiedlich das ist und Speiserituale und sowas, das ist auch oft ziemlich unterschiedlich. Ich freue mich auch so, was vielleicht auch andere Religionen, die nicht allzu bekannt sind, für Essensrituale haben. Manchmal kommen Austauschschüler vorbei von Mitgliedern aus der Junggemeinde. Zum Beispiel letztes Jahr war einer aus Afrika da und das war auch interessant. Er hat auch ein bisschen was erzählt und auch so über das Essen zum Beispiel auch und dass die halt da oft so einen Maisbrei oder sowas essen. Es gibt ganz spannend im Oberlinhaus, dort wird es eine Veranstaltung geben, Schmecken ohne zu sehen. Das heißt, man wird eben mit verbundenen Augen verkosten, schmecken und gucken, was passiert. Vielleicht schmecken Dinge ja ganz anders, wenn man mal nicht hinguckt oder wenn man auch gar nicht weiß, was man da zu schmecken bekommt. Das sind so die Veranstaltungen, wo es wirklich darum geht, wir bekommen etwas zu schmecken. Andere Veranstaltungen, da gibt es mehr zu sehen.